Unsere Installation Printed Tower thematisiert neue Möglichkeiten, Architektur zu denken und zu fertigen. Also das 3D-Druckverfahren, was wir hier verwenden, das ist im Prinzip eine Düse, durch die ein flüssiges Material aufgebracht wird. Dieses Material ist in unserem Fall Keramik. Wir nutzen das Material stellvertretend für alle Erzeugnisse, die aus der Erde kommen. Wir denken daran, wie man mit diesem Verfahren sehr Low-Tech-Materialien, Materialien aus der Natur auch perspektivisch in hochtechnologisierten, intelligenten Formen bringen kann. Der Einsatz von additiven und robotischen Technologien wird in nächster Zeit verstärkt werden. Ein Thema ist die Individualisierung. Andere Themen sind eben die Materialeffizienz. Wir brauchen keine Schalungssysteme mehr. Und es gibt auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Sicherheit auf Baustellen, die natürlich durch einen autonomen Fertigungsprozess erhöht werden. Dieses Verfahren des 3D-Druckens ist ja ein Verfahren, was man im ganz, ganz Kleinen machen kann und aber auch im ganz, ganz Großen ausführen kann, weil eigentlich nur sozusagen die Maschine die Grenze setzt. Wenn man über Architektur nachdenkt im ganz, ganz großen Maßstab, da haben wir sowohl die Oberfläche, die wir direkt entwerfen können aus den 3D-Programmen, die wir zur Verfügung haben und auch viel freier als bisher über Geometrien nachdenken können. Die Logik des Programms sind eigentlich nur Linien, die wir in den Roboter einspeichern, beziehungsweise Punkte. Der Roboter kann ja nichts, der kann auch nichts verstehen, wir müssen dem sagen, wo er hingehen soll. Wenn der aber eine Linie abfahren soll, dann kriegt er natürlich die ganzen Eckpunkte der Linie, wo er hinfahren soll. Und das ist eigentlich alles. Und mit diesen Linien und mit dem endlosen Versetzen von Linien und vielleicht auch in Auflösung von einer Oberfläche in Linien und dann wiederum diese Linien in Punkte auflösen. So können wir mit dem Roboter kommunizieren. Es gibt natürlich auch ganz andere Eigenschaften, die sowohl das Material wie auch das Verfahren liefern für das Bauen. Man könnte sich vorstellen, poröse Bauteile zu drucken, die luftdurchlässig sind, die Feuchtigkeit speichern und die Vorstellung, dass man hochtechnologisiert mit wenig Aufwand und wenig Fußabdruck auf der Erde, wenig Emission, ganz neue Geometrien entwickeln kann, ganz neue Räume entwickeln kann und eigentlich eine altneue Architektur für unsere Länder hier oben auch entwickeln kann. Die Zukunft könnte so aussehen, dass ein Roboter in einem bestehenden Gebäude neue Wände einzieht, wegreißt. Das heißt, es geht dann eher darum, sozusagen autonom in bestehenden Kontexten zu arbeiten, was natürlich auch eine größere Herausforderung an die sensorischen Fähigkeiten der Maschine ist. Ich glaube, die Architektur der Zukunft wird viel stärker eine Art von offener Prozess sein, in dem Grenzen verschwimmen, Häuser zu bauen, die höchst individuell sind, die keinerlei Normen oder Formenkanon entsprechen müssen. Das wären so Ziele, eine größere Freiheit.